Ella. Ella. Come, Sean. Sisyphos, du hättest Thanatos nicht erzürnen sollen. Ugh.
Ella.
Na los! Bleib stehen! Komm schon. Schneller. Hier liegt mein Vater, ein einfacher Bauer, der von einem Löwen zerrissen wurde. Mögen die Götter ihm Frieden gewähren. Ein goldener Teller mit Sonnensymbol. Eine Gabe an Apollon und seine jugendliche Kraft. Löwen sind goldene Bestien mit sonnengleichen Mähnen. Apollon liebt sie. Doch macht ihn das zum gefährlicheren der beiden Götter? Ein Schiffsmodell als Gabe an Poseidon. Jemand fürchtete den Tod auf dem Meer. Hier liegt mein tapferer Bruder. Er wollte unser Dorf gegen Feinde verteidigen. Aber sein Schiff sank und er wurde von Haien gefressen. Was von ihm übrig blieb, bestattete ich in diesem Grab. Poseidon herrscht über die Haie wie über alle Kreaturen des Meeres. Ist er der gefährlichere Gott? Beschütze uns vor reißenden Zähnen und beißenden Bestien. Klingt wie das Gebet eines Kindes. Du! Ich weiß, wer du bist! Du sollst mich in Athenas Auftrag töten! Wie kommst du darauf? Ich sollte wegen Mordes angeklagt werden, aber das Gericht und alle Dokumente verbrannten. Schließlich kam ich frei. Doch Athena spricht jetzt in meinen Träumen von Gerechtigkeit. Und dann erscheinst du. Ich wurde von einer alten Frau angeheuert und du bist nicht Teil meines Auftrags. Benimm dich, damit ich nicht meine Meinung ändere. Ich kenne Athenas Worte. Der Tod wird meine Klinge kennenlernen. Ich habe hier alles gesehen. Jetzt muss ich das Rätsel dieser Frau beantworten. Uhu!
Ella. Ja! Aber hier, der mir bist recht. Komm schon. Ella. Das wird ein Spaß. Das überlebst du nicht! Du hattest sie!
noch eins stecken. Nicht mal auf. Noch eine Bresche in Spartas Linien. Ella, Ella. Und auf geht's. Ja! Ella. Aufnehmen? Nein. Es ist wie verhext. Wir dürfen die Mutter nicht enttäuschen. Ich greife jetzt an. Wie läuft die Suche? Meine Hände sind leer. Wir müssen weiterjagen. Das ist uns. Die Götter haben dich verlassen. Thank you.
Auf geht's! Du warst lange auf dem Friedhof. Was hast du herausgefunden? Woher weißt du, dass ich dort war? Das ist unwichtig. Ist es der Dreck an meinen Sandalen? Der Ausdruck in meinen Augen? Du kannst Menschen gut lesen. Vielleicht. Aber welcher Gott ist deiner Ansicht nach gefährlicher? Poseidon oder Apollon? Sag mir, warum dich das so interessiert. Weil ich 2 Aufgaben an Söldner zu vergeben habe, von denen die leichtere beinahe jeder erledigen kann. Natürlich werde ich dir die gefährlichere übertragen. Das verstehst du sicher. Beide Götter können gefährlich sein. Doch ich traf einen Mann, der behauptete, Athena hätte mich gesandt, ihn zu töten. Merkwürdig. Könnte sie deine Worte hören, wäre die Göttin der Gerechtigkeit bestimmt amüsiert. Ein Mann wurde auf der Jagd nach Piraten von Haien in Stücke gerissen. Das klingt nach einer Strafe Poseidons für die Verletzung seiner Ehre. Er verteidigt seine unergründlichen Tiefen mit tödlicher Gewalt. Poseidon stellt wirklich die größere Gefahr dar. Dann sind wir uns einig. Deine Wahl ist durchdacht. Das gefällt mir. Nimm dies für deine Urteilsfähigkeit. Du willst mein Urteil, doch mir scheint, du urteilst über mich. Tue ich das? Bedenke, dass jemand das Risiko einer Seefahrt einging. Vielleicht kannst du herausfinden, warum. Piraten wurden erwähnt. Und vielleicht sind sie noch immer eine Gefahr. Du findest seine Familie südlich des verfallenen Tempels des Apollon in Megaris. Ich werde sie besuchen. Was kann ich dir bringen?
Danke, dass du da warst.